Ja, wir brauchen Verstärkung. Wir müssen einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Okay. Sagst du mir wo? Eine Sekunde. Ich muss den Kunden anrufen und überreden, den Bastard hängen zu lassen. Sie will den Deal hinter Rogues Rücken durchziehen? Ach du schon wieder. Ziemlich mutig. Oder bekloppter als ein altes Schlagzeug. Boss, hey. Nash will dir die Ware in Rocky Ridge übergeben. Weißt du, der Hurensohn hat mich gefickt. Boss, ich erledige das selbst. Gib mir bitte eine Chance. Boss, komm schon. Wie oft bin ich schon für dich gefahren? Und wie oft habe ich dich dabei enttäuscht? Ich schwöre es. Nachts? Okay. Nein, sag das Treffen nicht ab. Geh einfach nicht hin. Ich kümmere mich um alles. Das fragst du noch? Natürlich werde ich das. Danke, Boss. Du wirst es nicht bereuen. Okay, ich habe uns etwas Zeit verschafft. Bei Boss. Wer zum Teufel ist Boss? Wird uns hoffentlich keinen Ärger machen. Boss ist in Ordnung. Gehört zur Sixth Street. Du fährst für Gangs? Nicht erlaubt. Die brauchen jemanden, der ihr Zeug transportiert. Und ich brauche die Eddies. Hast ihm was versprochen und er glaubt dir einfach so? Ja, warum so überrascht? Das nennt sich Ruf. Solltest dir vielleicht auch mal eins zulegen. Wow. Also, wohin geht's? Yep. Aldecaldo-Lager. Muss Leute aus meinem alten Clan treffen. Und mit welchem Auto? Scheint gerade begeistert. Nicht dein Problem, wie. Lass das kaputt gemacht. Freunde. Weißt du, ich war früher auch mit Nomaden unterwegs. Echt? Sieht man dir gar nicht an. Ja. Becker-Clan. Ist eine Weile her. Aber hat nicht wirklich gepasst. Also bin ich nach Night City. Hm. Dann haben wir ja doch etwas gemeinsam. Und die könnten uns helfen? In Rocky Ridge? Darauf baue ich. Rogue hat deine Freunde erwähnt. Meinte, ihr kämt nicht mehr miteinander klar. Na, wenn Rogue das sagt, dann muss es ja stimmen. Tut es nicht? Du willst mich provozieren. Okay, schon klar. Nur ein bisschen Zoff. Sie sind trotzdem meine Familie. Also, ist es kompliziert? Könnte man so sagen, ja. Okay. Cool, dann mal los. Spring ein. Hä, du hast doch aus dem Auto irgendwas rausgerissen. Ja, was ist das? Kann das jetzt überhaupt noch fahren? Nette Karre. Geräumig. Praktisch. Ach, sei einfach still. Bitte. Wie weit ist es bis zu diesem Lager? Nicht weit außerhalb. Wir nehmen die 9 in Richtung Osten. Wie kam's überhaupt zu dieser Scheiße? Mochte die Farbe. Duftbaum und Kindersitz waren ein weiteres Plus. Du weißt genau, dass ich nicht vom Auto rede. Was willst du denn hören? Dass mein Partner mich ausgeraubt hat und ich ihm das nicht durchgehen lassen kann? Dass mein Fixer mir die Arschkarte zugeschoben hat? Was ist denn mit dir? Wofür brauchst du diesen AV-Clown überhaupt? Dieser Clown hat Infos. Die brauche ich. Und zwar bevor mir die Zeit davon rennt. Sie mir nicht gesagt, was sie über Nash weiß. Rogue? Hab keine Ahnung, was in ihrem Kopf vorgeht. Ich kann die Schlampe echt nicht ausstehen. Rogue ist die Königin des Afterlife. Setzt uns Marionetten ein, wie es ihr gefällt. Wie bitte? Marionette? Hab sie genau beobachtet. Sie hat's nach oben geschafft, weil sie die Leute durchschaut. Und wenn sie ein paar Infos für sich behält, hilft das bei ihrem Job. Also für mich ist sie einfach nur eine verlogene Schlampe. Sie hat mir diesen Ruffin zugespielt. Wusstest du das? Sie reden in dem Spiel so viel. Ich kann gar nicht viel erzählen. Aber mal im Ernst. Du hast nicht gemerkt, dass Nash ein Ruffin ist? Nein. Der Wichser hatte sein Schifftrikot nicht an. Kriegst du denn nicht mit, wer in der Gegend ist? Die Raves, richtig? Bisher haben die fast nur Konzerntransporter unten am Highway 64 überfallen. Du kennst dich offenbar aus. Nomadenblut. Rogue,
hatte sicher ihre Gründe. Was du nicht sagst. Rogue macht den Mund erst auf, wenn sie alle Vor- und Nachteile durchdacht hat und weiß, was sie preisgibt und was nicht. Wir könnten jetzt die Fahrt überspringen. Ich weiß halt nicht, wie weit es noch ist. Ich habe Befugnis, ein erbärmliches Leben zu beenden. Ich habe mal die Fahrt übersprungen. So weit war es gar nicht mehr. Mann, wen hat der Wind denn hier reingeweht? Ist das ein Gespenst? Oder bin ich immer noch besoffen? Ah, fickt euch doch. Und wer ist das? Babysitterin. Wie? Das sind Scorpion und Mitch. Zwei alte Freunde. Hey, Leute. Hey. Was treibt dich denn hier raus, Stadtmädchen? Die große Stadt ist zu klein für sie geworden. Hast du eine Ahnung, wie sauer der Alte sein wird, wenn er dich hier sieht? Bin nur für einen Moment hier. Saul muss davon ja nichts erfahren. Wir brauchen eure Hilfe. Wobei, worum geht's hier? Die Ruffen haben Panam beschissen. Sie will ihnen zeigen, dass das eine dumme Idee war. Wie schlimm haben sie dich erwischt? Schlimm genug, dass ich mir freiwillig euer Gelaber anhöre. Du weißt, wir würden alles für dich tun. Aber gerade ist es schlecht. Ernsthaft? Ihr helft mir nicht? Na, der Alte will, dass wir diese Generatoren wieder zum Laufen bringen, weil die Batterien hochgegangen sind. Generatoren? Ihr helft mir nicht wegen irgendwelcher Scheißgeneratoren? Ist das ein Witz? Könnten eure Hilfe wirklich brauchen. Diesmal geht's nicht. Wir werden hier gebraucht. Scheiße! Ich fass es nicht! Oh, diese. Also bleibt ihr hier sitzen, weil Saul euch das gesagt hat? Ich bin euch wohl scheißegal. Panam. Es geht nicht um Saul. Es geht um den Clan. Das weißt du genau. Hör zu. Wir können das Lager nicht verlassen. Keine Chance. Aber. Aber. Saul hat nichts von Ausrüstung gesagt. Okay. Dann brauche ich dein Gewehr. Und auch noch ein paar meiner eigenen Sachen. Nimm, was du willst. Und pass auf dich auf da draußen. Danke, Jungs. Ich schnapp mir die Ausrüstung, dann seid ihr mich wieder los. Danke. Sieht aus, als hättest du nur mich. Mhm. Enttäuscht? Weiß nicht. Hm, vielleicht ein bisschen. Nicht denen was klauen? Hey, Panam. Bleibst du? Eigentlich auch cool, in so einem Dorf zu wohnen. Bleibst du eine Weile? Ich bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hey, Panam. Hast du Neuzugang mitgebracht? Was hast du denn so im Angebot? Zieh dich in aller Ruhe um. Hast du Neuzugang mitgebracht? Weißt du davon? Zieh dich nichts an. Die haben den eigenen Ripperdog. Erstmal fremde Nachrichten lesen? Flachwitz. Wie wär's mit dem hier? Wie nennt man einen mexikanischen Arasaka-Boss? Ein Saburito. Was ist da drin? Ein paar nützliche Kleinigkeiten. Solltest du mitnehmen. Okay, das war alles. Auf geht's. Hast du dich mit Saul versöhnt? Kommst du zurück? Panam sagt einfach nichts mehr. Panam!
Kommst du nachher bei mir vorbei, Süßer? Nächstes Mal, Ellie. Versprochen. Also, bin dann weg. Ja, ja. Na los, hau schon ab. Und meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Pack's in den Kofferraum. Ist das ein Flammenwerfer oder ein Raketenwerfer? Was sie da hat. Wir können los. Spring rein. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiß auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Hatte nicht so viel Glück wie du. Verstehe. Waren die beiden beim Militär? Scorp und Mitch? Ja, Panzerjung. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjung? Haben sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und einen Haufen abgefuckter Albträume. Rocky Ridge. Ein leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder? Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen. Ist natürlich nicht passiert. Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren. Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer, einem Wimmern. Ja, ich habe uns auch schon ein paar Mal auf der Seite liegen sehen, Nico. Das Bild wurde plötzlich sehr schräg. Aber... ich feiere nicht, ich bin nicht schuld. Scheint, als hättest du ein Autoritätsproblem. Was? Erst Rogue, jetzt Saul. Ist er dein Anführer? Ihr Anführer. Hattest es aber eilig, dich schnellstmöglich zu verpissen. Sagen wir einfach, Saul wäre nicht erfreut, mich zu sehen. Was ist passiert? Wir kamen nach Kalifornien, weil er Veränderungen für die Aldecaldos versprochen hat. Meinte, wir würden ein neues Kapitel beginnen. Aber du hast es ja selbst gesehen. Wir haben Zelte und einen Haufen Sand und Staub bekommen. Geiles Paradies. Ich wollte was anderes, was Besseres. Aber Saul ist ein verdammter Feigling. Er bedeutet das Ende für diesen Clan. Das weiß ich genau. Sind wir hier nicht gestartet? Okay. Wir sind da. Gut. Was jetzt? Wir müssen für die Ruffen bereit sein und wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Rocky Ridge ist so tot, wie man nur sein kann. Alles ist kaputt, nichts funktioniert. Und? Hast du was gefunden? Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Naja, das wird schon. Die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang. Wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur etwas Strom. Wir sollten uns mal die Trafostation angucken. Okay.
Gut. Hab die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge. Komm runter. Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Okay, also die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Gute Idee. Kümmern wir uns um den Strom. Ich sehe mich nach Zugriffspunkten um. Großartig. Kommen sicher eine Menge von ihnen. Wir wissen nicht, wie viele. Wir müssen sie überlisten und es dann irgendwie zu meinem Auto schaffen. Keine Sorge. Ich habe ein paar Ideen. Wir spielen ein bisschen mit ihnen an der Kreuzung. Klingt hervorragend. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Warte an der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Okay. Ich glaube, das wird schief gehen. Oder? Die Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Wieso kann ich das Ding nicht scannen? Ich überhaupt eine schwere Waffe? Egal, ich habe jetzt Munition. Achso. Verbinde. Rotes Kabel verbunden. Moment, ich muss hier noch alles anschließen. Okay, und jetzt noch das Schwarze. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich gehe hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Yes, ma'am. Gut, der Verteiler hat Strom. Cool, dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Gehen wir in Position. Ich denke, die kommen abends. Jetzt warten wir. Ich warte jetzt hier bis abends. Denk dran, sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Aus welcher Richtung kommen die Ruffen? Eine Ahnung? Nordosten, vermute ich. Von dem Freeway, der nie fertiggestellt wurde. Was genau ist jetzt hier Nordost? Okay, gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Da kommen sie, in meinem Thorn. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, niete ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Ja, wir haben bloß kurz die Augen zugemacht. Wo ist dieser Wichser, Boss? Ihr wartet hier auf sie. Sechs. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Es werde Licht.
den Autosplitter. Die Fahrerin hat ihn. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Seht euch um. Sucht jeden Winkel ab. Kann ich die nicht markieren, weil die die ist, die wir brauchen. Ich bin drin. Ruft mich, wenn ihr sie seht. Da alles von hier aus scheint. Ich komme nicht rein. So. Machen wir das wirklich leise? Dann angeschaltet. Vielleicht irgendwie von oben. Oder schießen wir einfach? Ist Standort wird zurückverfolgt. Okay, wir schießen. Bin aufgeflogen. Gib dir Deckung. Bin aufgeflogen. Vielleicht habe ich einfach plötzlich geschossen. Wieso habe ich so eine komische Waffe? Die ist viel besser. Ja, da oben zeigt sich nie. Was machen die da hinten? Aber diese Person da oben... Es gibt kein Entkommen!
einem Insel. Kann die zaubern? Oh, viel besser. Ich hab noch einen Schuss. Wie, die lebt noch. Einfach nicht, obwohl die vor mir hockt. Ach, sie ist ein Sniper. Aber der da oben. Ja, ich glaube, wenn ich darf, dann schieße ich auch gerne. Wir werden ja mit der Treppe hochgehen können. Aber die leben mal alle noch.